ich glaube, wir haben keine Angst, dass wir alt aussehen. Also ich glaube, wir werden wie diese Saison auch alles dafür tun, einfach unser Spiel weiterzumachen. Weil wir haben diese Saison, alle haben auch gesagt, ja, gucken wir mal, wenn das jetzt erste Liga heißt, und warum sollen wir das dann auch nicht in der Champions League zeigen können? Also ich kann mir auch vorstellen, dass man von dem Weg abgeht, niemanden über 24 zu verpflichten, sonst wäre er ja in 2 Jahren schon zu alt und müsste weg. Also ich kann mir vorstellen. So lange läuft ja der Vertrag noch, ne? So lange läuft ja sein Vertrag noch, passt doch. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Ralf Rangnick da so ein paar Sitzstangen einzieht, die ein bisschen erfahrener sind. Und er muss sich auch breiter aufstellen, weil dann eine Dreifachbelastung da ist. Ob da jetzt jemand 25, 26 oder 22, ich bin sicher, dass das Scouting-System, und da sieht man ja an Yusuf, an Naby Keita, an Forsberg, Spieler zu finden, die über extreme Qualität verfügen, die aber auch schon ihre Erfahrungen in anderen Mannschaften gemacht haben, auch schon im Seniorenbereich gespielt haben. Also das sehe ich nicht, dass dieser Weg verlassen wird. Also wir haben schon auch Qualität, muss man sagen. Dann haben wir eine super Mannschaft, ja, die auch, sagen wir mal, die meisten Spiele haben wir auch Spieler auf dem Platz gehabt, die zusammen den Erfolg Erlebnis gehabt haben, von der zweiten Liga in der ersten Liga aufzusteigen, und dann mit Timo und Naby halt zwei überragende Spieler dazugekriegt. Und diesen Teamgeist und diesen Zusammenhalt, das wir in unserer Truppe haben, glaube ich, ist auch ein bisschen anders, als es bei anderen Vereinen sind. Es gab mal eine WG mit Kimmich. Ja. Auch wieder ein Traum für dich, mit ihm mal wieder zusammenzuspielen? Und dann ist natürlich die Frage, gehst du zu Bayern oder kommt er zurück nach Leipzig? Ja, also das wäre auf jeden Fall ein Traum. Ich würde gerne mit ihm zusammenspielen wieder. Ob das dann so oder so ist. Jetzt treffen wir uns gegeneinander, da haben wir gerade gegeneinander gespielt und werden dann auch in der Nationalmannschaft gegeneinander spielen. Aber so glücklich ist er im Moment nicht, ne? Also herzlich willkommen ist er auf jeden Fall. Nein, er persönlich ist gerade nicht glücklich mit seiner Situation. Oder was hat er dir verraten? Nee, also klar, ich glaube, jeder Spieler wollen gern so viele Spiele machen wie möglich. Und klar, im Moment diese Saison hat er nicht so viel gespielt, wie der eigentlich sich gewünscht hat. Und so ist es ja mal im Fußball, wenn du Trainer wechselst und der eine liebt dich und der nächste liebt dich nicht. Das ist halt so im Fußball.